Willkommen, meine lieben Damen und Herren, zu Path of Exile. In dieser komischen Höhle, die einen Aufbau hat wie ein Penis, bisher zumindest. Ah, hier geht's weiter. Wollte ich mal gucken, was hier drin so ist. Leaping Spider. Ich drücke die ganze Zeit auf den Heilen, obwohl ich angreifen will. Ja, meine Finger sind halt automatisch auf den Tasten, wo ich mit bei Diablo 2 halt mich auch heilen kann, wo die Finger dann halt so sind und wo ich bei Diablo 3 Angriffe machen würde und jetzt ist halt versetzt. Ja, also auch wenn ich jetzt noch so wenn ich jetzt noch mal so einmal die halbe Stunde niese, dann ist das noch. Ich habe gestern hätte er mich mal erleben müssen. So. Mache ich erstmal das Viehzeug hier platt. Tora Master of the Hunt. Oh, Alteration, jetzt haben wir hier schon wieder solche Leute. Vor allem die übertreiben schon wieder so hier. Weißt du? Der letzte Schrein schickte uns so einen nach dem anderen, die so ankleckerten. Und hier dann erstmal gleich wieder 10 Stück, die uns fertig machen. Und tot. Fick dich, du Hurensohn. Fick dich einfach. Also das Spiel meine ich halt mit Hurensohn, weil mir das auf den Sack geht. Es kleckerte einer nach dem anderen und dann haben sie hier 100 Millionen Stück. So ist es richtig. Das ist Level-Design, wie man es heute hat. Mann, ihr Hurenficker, lasst mich doch mal in Ruhe hier quatschen. Das regt mich so richtig auf, wenn die Viecher weiter klatschen. This land is crawling with vermin. Eight-legged, no-legged, and everything in between. Life has become and hateful, and it's eating Rayclast alive. Unless we do something about it. Unless we clear away this infestation. Nature doesn't stand a chance while it has creatures like that at its throat. You want to make an impression around here? I've a certain pack of vermin in mind. Stronger and more vicious than most. Track them to their home territory and wipe them out. Ach, jetzt kam da schon wieder was. Oh, Quatsch, die. This land is. I have a certain pack of vermin in mind. To help you out, I'm going to share a little trick with you. A bit of thaumaturgical tracking that I picked up during my time here in Rayclast. If your quarry is nearby, it'll point you in their direction. The whole thing stinks of corruption, I know. But sometimes you have to behave like the animal you want to kill. Aha. Du Meisterin der Jagd, du jagst ja hier toll mit. Und der Pyrannus, der kommt uns auch gar nicht mehr unter. Oder kommt irgendwann und hat einen tollen Gegenstand für 20.000 Sachen. Ihr lasst mich immer in Ruhe. Superior Torture Cage. Wie das klingt, wie so ein SM-Spielzeug. Oh Mann. Nun, wie dem auch sei. Das ist ja auch wieder so ein weitläufiges Ding hier. Och nö. Defy denn. Ich guck mich hier erstmal um, bevor ich da in noch wieder eine Höhle reingehe. Immer dieses Verschachtelte von Leveln, ne? Dass man da nie zu einem Ende kommt. Ach ja.
Wie dem auch sei. Ich hatte gestern wieder einen richtig entspannten Tag hier. Muss ich sagen. Ja, genau. Und noch eine Höhle. Sag mal, ihr spinnt doch. Also, wer im, also die Level-Designer, ne, das ist ja... Ist, anstatt, dass sie immer so ein bisschen... Also, ich mag ja Linearität und sowas. Muss ich ja gestehen. Sowas wie Diablo 3 und so liebe ich ja, wo das so linear ist, dass du da höchstens mal ein extra Gebiet so dran hast, aber nicht in einem extra Gebiet zwei und da drin noch zwei und noch eins und also da stehe ich ja auf Linearität in solchen Spielen. Ja, dann trag nicht so viel Schrott mit dir rum. So. Hier waren wir ja auch schon. Genau, da waren diese Mistviecher. Diese 100 Millionen. So. Dann wollen wir jetzt mal eins nach dem anderen machen hier. Komm, du kleines Miststück. Ich würde mal sagen, erstmal die untere, weil das ist wieder so, also da oben weiß ich nicht, ob die nicht auch wieder irgendwohin weitergeht. Wo sind wir denn jetzt hier so auf der Karte? Da unten drin, okay. Entering the Defied Den. Das ist ja auch wieder so eine extra Kammer hier. Das sind hier Rabbit Moor. Oh Gott, 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 oh Gott. Was ist das denn? Ich versuch's noch einmal. Ist das überhaupt schon für unser Level? Was sind das denn für ekelhafte Froschschenkel hier? Mutated Moor. Boah, der hat aber einen Wumms. Ey, ich Idiot, drück ja auch auf die ganz falsche Taste hier. Mann, bin ich ein Vollidiot. Also, ich weiß nicht, also, was das Spiel hier angeht, mache ich teilweise solche groben Fehler. Das gibt's gar nicht. Drück ich immer die falschen Tasten. Aus Gewohnheit. Das liegt aber auch daran, wenn man so viele Spiele spielt. Je verletzter wir sind, desto geringer ist ja auch unser Radius, den wir gucken können. So. Schrecklich. Nicht geizig sein mit guten Attacken hier. Return to Master. Meine Güte. Das ist eigentlich nicht schwer, wenn man sich nicht vertippt und ein bisschen aufpasst. Aber wenn man natürlich dauernd daneben hämmert und sich dann wundert, warum sterbe ich denn? Ja, vielleicht weil du doof bist. Pass doch mal auf. Unglaublich. Mission complete, take Tutora. Diese komischen, ekligen Viecher. Das sah aus wie so eine komische... Ja, wie so Frösche, die mit ihrem ganzen Oberkörper einen auffressen wollten. Komische Viecher. You hear that? That's the sound of nature taking its first decent breath in far too long. The more vermin we turn into fertilizer, the more nature can breathe and grow in peace. Come see me when you're next in the forest encampment. I can always use a good color. Na, das ist ja schön, dass das so, ja. Dann haben wir sie jetzt auch hier weggefangen. Wieder im ersten Akt hier diesen komischen Berserker. So, jetzt werden wir da oben noch mal kurz reingucken und dann haben wir das hier auch durch. Es muss doch hier noch einen Wegpunkt geben, oder? Da oben, da. Oder haben wir den schon gefunden und ich bin nur doof? Oder kommt der noch? Mal gucken. So, The Weaver's Nest. Hier ist jetzt sicher irgendwie ein Boss. The Weaver. Na, warum ist mir das klar? Kill the Weaver and get sonst was. Wie lahm einer manchmal ist.
Aber es ist schön, dass wir anhand des Lichtradius sehen, wie es ihm geht. Und der hat einen Wumms. Weg da. Die Gegner hier sind ziemlich stark. Ich werde jetzt erstmal wieder auf Verteidigung setzen, bevor ich auf einen Angriff weitergehe. So, jetzt mache ich mal das Gekröse hier platt, solange der da oben weg ist. So, Schild weg. Weil der macht einen Giftschaden ohne Ende, wie man hier manchmal sieht. So, haben wir das Viech. Immer diese Reaktionszeiten hier, ist ja unglaublich. I cannot carry anymore. Ja, das ist mein Leiden in solchen Spielen. Das ist mein Leiden hier. Guck mal hier, das ist Schrott. Das passt da unten hin. Guck mal, du einen Platz noch hast. Talk to Silk. Zu Seide sollen wir sprechen. Guck mal, das passt hier alles rein. Velvet Gloves passt hier auch noch rein. Da kann ich drum wetten. Guck mal hier, wie das passt. So, Ruby Ring, dann lassen wir das mal sein. Müssen ja nicht alles mitnehmen. Da haben wir den Weber jetzt auch gekillt. 100 Millionen Quests hier. Und jetzt wollen wir erstmal Alira platt machen. Junge, Junge, wir werden hier ganz schön zugeschissen mit Quests, ne? Und ich habe auch das Bedürfnis, jetzt erstmal wieder auf die Verteidigung zu gehen, weil wir auch ganz schön wieder auf die Fresse gekriegt haben in letzter Zeit. So, dass wir nicht hier unten lang gehen, das können wir immer noch machen. Das können wir immer noch. So, wir waren hier. Increased Melee Attack Speed. Wo ist denn hier die Verteidigung? Resistances. Increased Armor und Increased Armor, Increased Movement Speed, Life Regeneration. Yay, zack. Apply Points. Jetzt sind wir wieder eine dicke Ecke dickerer von Aushalten her und so. Da bin ich extrem für. Sollten wir vielleicht auch mal nutzen, die Punkte, die wir kriegen, ne? Welchen Level haben wir jetzt mittlerweile schon? 21. Finde ich gut. Ich weiß gar nicht, wie viel es hier gibt, aber ich glaube, ein 60er oder 70er habe ich hier auch schon gesehen. Also da dürfen wir noch ein bisschen. Und es gibt ja auch mehr als eine Schwierigkeit, weil da stand doch, ich weiß nicht, steht das ja auch drin? Normal oder so, habe ich gelesen irgendwo. Was ist das hier für ein Zeichen? Das sind die Quests, oder? Ne, unsere Fähigkeiten. Strength, Dexterity. Ja, unsere Stärke ist natürlich am dicksten. You can't be damaged. Aha, wir können nicht gedamaged werden. Och nö. Jetzt sind wir hier so ein bisschen in den Höhlen gewesen. Jetzt ist hier wieder alles neu. Das ist das Einzige, was ich an dem Spiel nicht mag. Dass hier dauernd die Karte wieder weg ist. Und dass dann auch jedes Mal wieder wo ganz anders ist, als wir da vorher waren. Dass ich überhaupt keine Übersicht mehr habe und wir jetzt hier alles nochmal von vorne machen können. Das ist so die einzige Sache, die mich stört. Naja. Dann halt alles nochmal von vorne. So, erstmal jetzt eine Al-Qaida-Leute hier begrüßen. Die wollen alle sich anknuddeln, wie es aussieht. Nette Geräusche hier. Was ist das denn für ein Geräusch? Tormented Warlord. Den lass dich doch auch mal verkloppen. Voll rumgespukt hier. Aber jetzt müssen wir erstmal wieder zurück, weil da ist schon wieder ein toller Maul und wir sind schon wieder zu voll. Das übliche Leiden. So, unidentified. Unidentified. Nee, das ist sinnlos. Unidentified. 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 Nee, okay. So, erstmal zu Crest hier. Das ist Schrott. Das ist Schrott. Das ist zwar kein Schrott, aber für Zauberer. Den brauchen wir nicht verkaufen. Hey.
Warte mal, 18 zu... 10. Der hat weniger. So. Garantiert nicht. So. Nö. Da fehlt uns noch zu viel. Ach ja. Ich bin mir noch nicht sicher. Upgrades a normal item to a random rarity. Aha, auf Chance. Mal gucken. Nicht jetzt. Going. So. Dahin. Ich dachte, mit Rechtsklick ging er dann auch, aber nö. Aber das ist nicht dasselbe. Orbs of Alchemy. Ach, hier gibt es so viel Scheiß. Das gibt's gar nicht. Ja, das Ding, da weiß ich nicht, wie man das wieder entzaubert. Seide will quatschen. Killed Mother Aedleg? Ultriai? You must have more than a song for that. When I found my spear in the forest, I found these two. Please take one. Mhm. More melee physical damage. Increased attack speed, more weapon elemental damage. Den hätte ich gerne. So. Oh, da braucht aber auch viel, um zu leveln. Melee. Ja, den Infernal Blow nutze ich zum Beispiel gar nicht. Da. Den nutze ich gar nicht. Dann lieber mehr reinhauen. So, ich schmeiß die aber mal nicht weg, weil die bringen sowieso keine Kohle. Wem sollen wir dieses Ding, diesen Stab jetzt eigentlich bringen? Greetings, Exile. Hello. Maligado loved these tools and look great pains to keep them sharp. Ich nehme den mal weiterhin mit, weil der wird sicher noch für irgendwas gut. Aha. Could be the nasty piece of work Silk picked up near the Chamber of Sins. Looks too much like Maligaro's dark science to me. If you can talk Silk into giving it to you, do history a favor and sink that spike to the bottom of the river. Aha. To the bottom of the river. Da ist the bottom of the river. My instincts tell me not to destroy this. Dann halt nicht. Wenn dein Instinkt das sagt, dann wird's wohl stimmen. So. Ach ja. Und sonst so? Auch mal wieder spielen hier. Die ganzen Posten. Das nehmen wir mit, das und das und das, das und das, das und das. Gut. Dass das hier immer alles neu, sich, ne, neu quasi alles bildet hier. Wenn man hier nur 5 Minuten weg ist, das ist unglaublich. Guck mal, hier ist es Silken West. Wollen wir ihm die mitnehmen? Aber er läuft ja sowieso lieber nackt rum. So. Was haben die für Hörnchen? Alira's Blatt, sonst was. Nö. Ist der hier auch wieder, der Sack. Gehen die auch mal tot? So, du jetzt auch. Zack, zack. Ich froste dich mal ein bisschen. Unglaublich.
Ja, schlagt mal schön auf eure Schilde ein. Vielleicht gehen die dann schneller kaputt. Ich weiß es nicht. So. Ihr hört auf, mich hier in Brand zu stecken, sonst gibt es aber Schnüss, sag ich euch. So. Ember-Amulett. So, die olle Alira nehme ich jetzt aber mal mit, bevor sich hier gleich wieder die Welt denkt, ach, mache ich mich mal wieder neu. Och nö, jetzt fängt das nicht schon wieder an mit den Servern, oder? Oder geht da drin das grundsätzlich nicht? Ah, ich dachte schon, die Server spacken schon wieder. Da ist die Alira. You have a powerful aura, bright as a sunset before a storm. So let me rub an idea against that hot spirit of yours, see if it catches fire. My little tribe has two problems. Oak in the north and Creighton in the east. They succeed in making our nasty people miserable. And then there's the matter of the amulets around their necks. The ones like mine here, stolen. Taken when we three called each other friend. There's power in those trinkets, enchantment enough to keep my tribe safe. Bring me a pair of amulets and a pair of lying tongues, and I'll make you part of that power. You need friends in Rayclast, and believe me, I can be a fine friend. Okay. If you kill Alira, you cannot change your mind. If you help her, you will be permanently granted 62 maximum mana. Ja. You will have to fight any party members who do not side with you. Pff, das ist jetzt aber... Oh Gott, sowas hasse ich ja. Wer ist die überhaupt? Das ist so, aber so eine komische Banditin halt, ne? Was ist das denn für eine Waffe? Also entweder machen wir sie tot. Der Eramir sagte dem ja so. Das ist schwer. Und wenn wir sie töten, dann müssen wir auch gleichzeitig uns gegen alle verschwören, die sie nicht... Also wenn wir sie töten, müssen wir gegen alle kämpfen, die sie mögen und die sie nicht getötet haben. Und wenn wir sie... Okay, das geht. Das merkt sich das Spiel. Also, ich habe ja einen Vorteil davon, ne? Wenn ich ihr helfe, guck mal, permanently granted 62 mana. Und deal with the bandits, Aramir wants you to kill Alira. Und ich darf mich nie wieder umentscheiden, ist ja auch klar, tot oder nicht tot. Das ist so schabahara. Ja, was wollen wir machen? Ich würde ja sagen, schreibt es mir in die Kommentare. Aber die sehe ich erst in 3 Wochen, wenn die Folge online kommt. Ich nehme ja im Voraus auf, weil das hier so lange abdingste Zeiten und alles hat. Oh, das ist schwer. Ich mag mich sowas immer nicht entscheiden. Der eine sagt, töte sie und jetzt sagt sie, sie kann eine gute Freundin werden. Oh. Bei sowas würde ich ja aus Prinzip schon mal sagen, solange sie uns nichts tut, sie wirkt ja so erstmal ganz in Ordnung. Warum muss man sie denn jetzt umhauen? Ja gut, es sind Banditen, schon. Aber sie tun uns ja nun nichts. Und der Mensch soll kein Richter sein. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist so eine Sache. Wir sind halt... Ich sag immer, die Leute können tun, was sie wollen, solange sie mir nicht irgendwie, ne? Gut, es gibt ein paar Sachen, wenn jemand jetzt, sag ich mal, ein Kind umbringt oder sowas, ne? Das sind so Sachen, wo ich sage, das kann ich nicht nachvollziehen. Da kann ich auch nicht sagen, solange du mir nichts tust, mach, was du willst. Das ist so eine Geschichte, ne? Es gibt schon ein paar Ausnahmen, klar. Aber, das ist schwer. Ja, wollen wir ihr helfen oder wollen wir sie töten? Ich tendiere ja zum Helfen, weil dann muss ich sie nicht töten, weil sie tut uns ja nichts. Und Vorteile im Spiel hätten wir ja auch noch, weil Maximum Mana. Der Eramir, das merkt er ja, wenn wir sie nicht töten. Der wird uns dann ja auch ein paar Takte erzählen. Wir machen mit ihm nichts, außer mit ihm quatschen, aber ich weiß nicht, ob er dann stinkig auf uns ist und nicht mehr mit uns redet und uns dadurch nette Gespräche verloren gehen. Ich habe keine Ahnung.
Andererseits gehen uns mit ihr natürlich auch Gespräche verloren, wenn wir sie töten. Also, wie wir uns auch entscheiden, irgendwas wird schon passieren. Von daher würde ich erst mal sagen, wir helfen ihr. Now go, my best of friends, and temper that sharp mind of yours in the blood of my enemies. I shall await your return with much anticipation. Hm. Wie jetzt, I changed my mind. Hä? Wir dürfen uns doch nicht umentscheiden, oder gilt das nur für, wenn wir sie töten halt? Ich lass sie hier erstmal. Wie gesagt, ich mag Entscheidungen nicht. Also die wissen nicht viel von unserer Freundschaft, wie es aussieht. Ich weiß es nicht, ob das so richtig ist, dass wir sie lassen. Wenn ich die ganzen Banditen hier sehe, die sie anführen. Sicher ist das keine leichte, also keine einfache Welt, aber darum muss man trotzdem nicht andere Leute um ihr Hab und Gut bringen. Nur wie gesagt, ich spiele mich dann ungern als Richter auf, ne? Und Henker zur gleichen Zeit. Gen, seid ihr mal bald fertig hier mit eurem Sprengkommando. So, ich möchte gucken, ob es hier einen Wegpunkt gibt, wisst ihr? Darum gucke ich mir die ganze Gegend nochmal an, auch wenn wir hier eigentlich fertig sind. Ist das hier zu den Riverways? Ey, jo, ist es. Nun ja. Dann wollen wir mal dieses Gebiet hier zu Ende erkunden. Und in Lion Eyes Watch müssen wir auch nochmal vorbeigucken. Boah. Naja. Ja, mal gucken, was ich die Tage noch so treibe. Im Moment möchte ich ja nicht viel außerhalb des Hauses tun. Da sitze ich nur hier, Futter, Daddel, arbeite an Texten und lese und Kram. Solange wie ich noch krank bin, dann geht's wieder los. E-Mail schreibe ich vielleicht noch. Terminwunsch. Wenn ich mich mit Herrn Dr. Heuer noch treffe. Warum das so ist, erzähle ich gleich wegen Amt und Co. Ich weiß, ich zögere halt ganz schön hinaus, ne? Na, endlich! Da ist er ja, der Wegpunkt. So, was ist das hier? Das haben wir uns doch schon angehört. Komisch, möchte gern Stonehenge hier. Den Wegpunkt gucke ich mir gleich an. Ich will hier nur noch mal kurz zu meinem Ründchen gehen. Auch diese ollen Spacken hier überall. So langsam sinkt meine Meinung von Alira so ein bisschen, wenn ich diese Leute hier sehe, mit denen sie sich umgibt. So. Naja, auf jeden Fall. War das eine sehr entspannte Woche. Soll ich euch mal erzählen, was beim Amt passiert ist? Ausgangsposition war ja, dass das Amt, als ich da so Donnerstag war, also gestern vor einer Woche, auf einmal nicht mehr so davon überzeugt war, dass ich die Ausbildung bei Herrn Dr. Heuer kriege. Weil gesagt wurde, ja, also, ne, erstmal wurde gesagt, ja, natürlich geht das mit der Unterstützung. Aber erstmal musst du da so ein bisschen was beweisen, dass das auch was für dich ist und so, weil sonst ist das ein bisschen viel Geld, was wir da investieren würden für nichts, ja. Von daher erstmal profitieren. Wie damals schon im Praktikum. Wie ich sah, es geht wohl grundsätzlich, aber erstmal musst du da ein bisschen zeigen, was du, ne, ob du halt auf dem
Markt bestehen kannst. Also bitte Praktikum, ne? Was ist denn hier los? Warum macht da nichts? Wenn ich hier drücke. Und dann hinterher, ja, nö, keiner mehr kann da Hochschulstatus. Nö, das können wir nicht finanzieren. So, dann Dr. Heuer kostet irgendwie das doppelt bis dreifache. Und, na, übertreiben wir es wieder, oder was ist hier los? Naja. Jedenfalls. Ja, und dann dahinterher wieder. Oh, der Arbeitsmarkt, der bietet so viele Stellen. Nee. Das such dir mal eine berufliche Ausbildung. Da gibt es doch echt sogar für dieses Jahr viele, viele Stellen in die Richtung, weil es gibt da gar nicht so das Angebot. Und ja, und dann hat es mir auch erzählt, ja, und die Firmen, die sind ja ganz toll. Und Informatikerfirmen sind ja sowieso ein bisschen gemütlicher. Das ist doch schön. Und hat mir das versucht, nochmal so ein bisschen schmackhafter zu gestalten. Ich sage, ist ja schön und gut, aber hatte mich da schon drauf verlassen. Ja, ne, man soll halt nicht so starr sein. Und sie hat mich ja schon von der Saal abbringen können, denn was Besseres bieten und dann wird sie das in diesem Fall auch bestimmt wieder schaffen, dass ich da meine Meinung ändere. Naja. Habe ich erstmal so stehen lassen. Wir haben auch keine Eingliederungsvereinbarung gemacht, weil das ist gut. Eigentlich ist das, wäre das zwar nötig gewesen, solche Eingliederungsvereinbarungen werden eigentlich immer gemacht. Aber wir haben es. Aber naja. So kann ich ja auch eigentlich tun, was ich will. Auch wenn ich mir ein paar Stellen angucken sollte, habe ich es dann doch nicht gemacht, weil ich mich erst nochmal darum kümmern wollte, ob ich es nicht doch nochmal irgendwie hinkriege. Doch meinen Willen dadurch zu ersetzen und die Stelle zu kriegen. Life will lose its way in the darkness to come. This land must take its final rest, so that it can rise once again in undying perfection. I honor the darkness with my art, to prove that I am worthy of a place in its dream-made reality. To the blind of sight and numb of touch, my sculpture may seem complete. Far from it. Like a raw and chewy steak, it requires marinating. And not with any mundane cooking concoction. My sculpture must be juices of deadly corruption. Only then will it be palatable to my undying patron. Today, you and I shall devote ourselves to the pursuit of art. There is no greater cause. My sculpture complains that it is thirsty, and yet the usual fare seems not to satiate it. However, I believe I have a solution. Find a pack of living creatures, slaughter them, raise them, and bring them back here. Be selective, though, as these creatures must be absolutely fecund with corruption. Thankfully, they will be easy to spot. The most corrupted usually are. Diese Nervenbolzen, ne? So, wo kommen die denn immer her? Boah, auf die Fresse. Kommst du woher? Auf die Fresse, sag ich dir. Ihr Nervenbolzen. So, Katharina. Zwei korrumpierte Monster sollen wir platt machen. Das ist ja auch wieder toll. Die laufen uns ja nicht über den Weg. Die müssen wir in diesen Kackschreien platt machen. Hätten wir die als erstes getroffen. Wir haben ja nun zwei Monster platt gemacht, aber ich gehe jetzt nicht in die gleichen Ecken nochmal rein. Einfach damit sie ihren Willen kriegt. Müssen wir schon so mit unterwegs machen. Wird die denn auch abgespeichert? Ich muss mal gerade gucken. Nerv mich nicht. Das ist Katharina. Great way. Be the way forward. Intruders in Blake investigate. The Bandit of Lord Alira, deal with the Bandits. Nö, das wird hier auch nicht angezeigt. Aber wir wissen es ja jetzt erstmal. Na, ihr Nervenbolzen. Ihr Nervenbolzen. Ihr Nervenbolzen. So. Ach, jetzt haben wir aber auch soweit alles angeguckt. Jetzt nehme ich mal den Wegpunkt und gehe erstmal ins Lager und gucke, ob Eramir uns jetzt irgendwas erzählt, weil wir Alira noch nicht töten wollen. Endlich haben wir den. So, bin ich mal gespannt. Hello. Hello. Greetings. Oh, hello. Benimmt sich normal. Hello. Travel far. Greetings, Exile. Greetings, Exile. Also niemand hier sagt uns da irgendwas zu.
Ist sie jetzt nicht hier die Olle? Ah, da ist sie ja. Good to see you alive and well, Kala. I've been thinking about you and what else we might be able to do for each other. I've learned to make do with what's at hand in Rayclast. Nowadays, if it shoots, then I know how to make it shoot faster, straighter and harder. If you're open to a little trading, I can find you a thing or two that'll help you get the drop on even the nastiest of corrupted vermin out there. Blood apes. Foragers they once were. Same as the ones in Oriath. Nuts, berries, maybe the odd bug for a touch of meat in the diet. Now meat's all they're interested in. Why are they like this? Corruption. Wherever it came from, now it's in everything and changes everything. Turns plant eater into meat eater, prey into hunter. There's not much of a food chain anymore. What you're eating today will happily eat you tomorrow. Tja, so ist das manchmal. Haku's a man who knows how to live. Plain and simple. Okay, kann sie auch. Interessant. So, erstmal das ganze Kram entidentifizieren. Boah, da sind aber auch Steine dabei. Was die für Level haben. Das ist ja unglaublich. Requires Level 40 einfach mal. Level 68, Level 49. Ich weiß nicht, warum die uns das geben. Um uns zu deprimieren. So, der ist kacke. Die ist nicht kacke. Hat nur nicht die Dinger, die ich brauche. Von daher würde ich dich erstmal noch lassen. Aber so langsam sollten wir doch mal wieder was Neues nehmen. So, der ist ähnlich stark, aber nicht ganz so stark hier. Ah, wir finden auch wieder bessere Sachen mit der Zeit. So. Upgrade a normal item to a magic item. Och Mann, weißt du. So spannend. Hm. So, haben wir wieder ein 40er Stack hier. So. Das dahin, das dahin. Ja, diese Supersteine hier, die können wir auch hier drin sammeln, aber die bringen uns unterwegs erstmal gar nichts. Base Duration is can use my items cry up to level minions attack additional if What troubles you bring now? Ja. Exiles. Ja, ich komme dir da gleich rüber, mein Fräulein. So, wir sollen ja hier was abgeben, ne? Talk to Bestell. Da ist Bestell. A stranger like no other faced the wall of the Umbra, opened a pass in a sorry land, gave some hope to a sorry band of exiles and death-soaked castaways, a chance at life on a brand new day. There, thought you deserve one of my finest poems, written to commemorate such a mighty feat. Oh, and this. I'm keeping it for a very special occasion. Consider yourself just such an occasion. Oh, sehr angenehm. Sehr schön. So, hier ist nichts mehr, ne? Ich will wissen, was da oben ist. Da oben, da ist noch eine Ecke, die will ich mir nochmal angucken. Aber das machen wir in der nächsten Folge, meine Lieben. Gott, wie weit ist denn das bei 10, 20, 30, 37? Ja, bei 40 Minuten wieder knapp. Also was da oben noch für ein Gebiet zu erkunden gibt, das schauen wir uns gleich mal an.
Dann sag ich mal, vielen Dank fürs Dabeisein. Wir sehen uns gerne morgen wieder und bis dahin, tödelö.